besessener Wissenschaftler auf der Reise von der Wirklichkeit zu den Geheimnissen des Unbewussten. Warum sollen wir dann nicht heiraten? Hat man dich nicht gewarnt, dass ich leicht verrückt bin? Keiner weiß, welches Untier in ihm steckt. Der Kerl muss ein Gorilla sein. Nur die Liebe einer Frau befreit aus den Abgründen der Seele. William Hurt in Der Höllentrip. Nach den Nachrichten auf Pro7. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf den Tag genau 2 Jahre nach Beginn des Golfkrieges haben die Amerikaner einen neuen Angriff gegen den Irak gestartet. Der 10-minütige Militärschlag am Abend galt einem nuklearen Forschungszentrum bei Bagdad. Die Amerikaner setzten dabei weitreichende Raketen ein. Dieser Attacke waren wachsende Spannungen zwischen den USA und dem Irak vorangegangen. Bereits im Laufe des Tages hatte ein amerikanisches Kampfflugzeug eine irakische MiG über dem Norden des Landes abgeschossen. Bagdad, 21.30 Uhr Ortszeit. Heftiges Luftabwehrfeuer erschüttert die irakische Hauptstadt. In einer nuklearen Forschungsanlage südöstlich der Metropole schlagen amerikanische Mittelstreckenraketen vom Typ Tomahawk ein. Abgefeuert wurden sie von US-Kriegsschiffen im Persischen Golf und offenbar auch aus dem Roten Meer. In Bagdad selbst wird das Hotel Rashid getroffen. Dabei kommt mindestens ein Mensch ums Leben. Nach amerikanischen Angaben wurden während des 10-minütigen Angriffs bis zu 40 Raketen abgefeuert. Nach Augenzeugenberichten versuchten irakische Luftabwehrgeschütze rund 20 Minuten verzweifelt, die anfliegenden Raketen zu zerstören. Ob die US-Militäraktion erfolgreich war, steht bislang noch nicht fest. Nach Ansicht Washingtons liegt die volle Verantwortung für den Raketenangriff beim Regime in Bagdad. Präsidentensprecher Fitzwater ging am Abend ausführlich auf die jüngsten irakischen Verstöße gegen UNO-Resolutionen ein. In einer Pressekonferenz unmittelbar nach dem Angriff betonte Präsidentensprecher Marlin Fitzwater, die Aktion sei mit den Alliierten abgestimmt worden. Der Militärschlag sollte die Entschlossenheit der Amerikaner und ihrer Verbündeten unterstreichen, Bagdad zur Einhaltung der UNO-Resolutionen zu zwingen. Diese sehen vor, dass Saddam seine Massenvernichtungswaffen vollständig zerstört. Fitzwater bestätigte, dass an dem Militärschlag keine Kampfflugzeuge beteiligt waren. Die Grünen und das Bündnis 90 werden ihre Parteien zusammenlegen. Beide Gruppierungen beschlossen heute auf getrennten Parteitagen die Vereinigung für den Mai. Allerdings wird dies nicht ohne Schwierigkeiten möglich sein, denn die Grünen verstehen sich als linke Oppositionsgruppierung. Das Bündnis 90 lehnt dagegen einen klaren Linkstrend ab und vertritt eher bürgerliche Werte. Aus Protest gegen die Fusion war die Grünen-Vorstandssprecherin Christine Weiske aus Brandenburg zurückgetreten. Die Spitzen von CDU, CSU und FDP sind am Abend in Bonn zusammengekommen, um die letzten Details für den Solidarpakt abzusprechen. Zur Debatte stehen vor allem Kürzungen im sozialen Bereich. So sollen beispielsweise Kinder- und Erziehungsgeld künftig vom Einkommen abhängig sein, aber auch bei den Subventionen soll gespart werden. Außerdem wird die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlages ab 1995 erwogen. Sonntagsspaziergang im All. 2 Astronauten der amerikanischen Raumfähre Endeavour haben heute für 5 Stunden das Raumschiff verlassen. Im Laderaum des Shuttle übten sie bei geöffneten Luken den Zusammenbau von Teilen für die geplante Raumstation Freedom. Und zuletzt noch der Blick auf das Wetter. Morgen ist es im gesamten Bundesgebiet wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise regnet es. Die Tagestemperaturen 6 bis 9 Grad. Soweit, meine Damen und Herren, die Kurzausgabe der ProSieben Nachrichten. Die nächsten ausführlichen Nachrichtensendungen sehen Sie um 1 Uhr. Bis zu dieser ersten Spätausgabe viel Spaß mit unserem Programm. Der englische Regisseur Ken Russell ist als Exzentriker des Kinos bekannt. Und wenn er den richtigen Stoff zwischen die Finger bekommt, macht er die aufregendsten Filme. Das beste Beispiel dafür ist seine Version der Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Geschichte. Ein Wissenschaftler verstrickt sich immer tiefer in Bewusstseinsexperimente, bis es keinen Weg zurück mehr gibt. Ein wahrer Höllentrip beginnt. Genau das, was Filmer Ken Russell braucht, um seine schrecklich schönen Bilder zu inszenieren. Bilder des Horrors, die man so schnell nicht vergisst. Manchmal entdeckt man ganz unverhofft etwas Außergewöhnliches. Zum Beispiel Cotonell. Cotonell ist so saugfähig, stark und herrlich weich.
da fühlt man sich so richtig wohl. Cotonelle, so weich, so gut. Was für ein himmlisches Dekor. Oh Himmel, das Dekor. Bei herkömmlichen Maschinengeschirrspülmitteln kann die Sauberkeit auf Kosten der Farben gehen. Es gibt ein Pulver, das entfernt den Schmutz und nicht das Dekor. Tja, das nennen wir Fortschritt. Sun Progress spült und schützt in einem Abwasch.